Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Uncharted 3, Drake's Deception. Komm, alles gut. Dir geht's gut. Komm, dir auch geht's gut. Mir geht's gut. Nate. Mir geht's gut. Wir sind quitt. Ja, wir haben ihn ordentlich vertrescht, nämlich im letzten Part. Er hat zwar uns auch ein bisschen, aber es ging nochmal gut. Wolltest du mich wirklich erschießen? Ja, wie ein räudigen Hund. Oh. Wow. Auf ein neues. Ich gehe zuerst. Ja, ist kein Thema, wir folgen. Also, sie folgen uns sicher. Nein, nein, noch drehe ich dir nicht den Rücken zu. Nach dir. Oh, toll. Und dann hältst du mir die Knarre an den Kopf und ich rauche Zigarre mit Winston Churchill. Hey, seid nett, Jungs. Ja, kommt schon. Ihr habt's fast. Oh ja. Na los, hauen wir ab. Die suchen uns bestimmt. Aber ich bin froh, dass wir nicht mehr so ein großes Gebiet haben. Zum Durchkämmen. So wie bei Lara Croft. Unglaublich. Das Ding müsste sich drehen lassen, oder? Das ist mehr als nur eine Gruft. Ja, der Raum sieht aus wie eine alte Vorrichtung. Mein Notizbuch. Was? Nein, hab ich nicht. Oh, verdammt. Wir müssen herausfinden, wie wir ihn drehen können. Da, die Kanäle. Das sind wohl Wasserkanäle. Und was ist hier? Geht's da dann weiter oder wie? Na dann. Drehen wir einfach mal eine Runde. Karussell. Wie drehen wir? Hallo? Irgendwie will das nicht funktionieren. Wo? Hier? Okay. Ja, die habe ich jetzt ganz übersehen. Dann gehen wir doch mal zu der Treppe hoch. Ja, indirekt. Sie sehen aus wie Projektionen. Sie markieren Positionen auf dem Globus. Dann finden wir die anderen. Jetzt noch zwei. So. Machen wir doch gleich. Noch eins. Spielen wir ein bisschen mit dem Zeug hier. Wo kommen wir denn da durch? Als letzte. Unglaublich. Aber das Licht passt irgendwie auf nichts. Was ist denn hier? Ist das das Wasser? Ja, das dachte ich mir. Bitte, bitte sag mir, dass du die auch siehst. Was du auch machst, halt sie fern. Wirklich? Bleib im Licht des Feuers. Was machst du? Ich werde sollte ich es über dieses Becken schaffen. Wie bitte? Ich mach dir den Weg frei, wenn ich da bin. Wenn du da bist? Du bist verrückt. Das Wasser muss fließen. Hast du eine bessere Idee? Oh Gott. Wirf die Fackel da runter. Halali. Sieht aus, als wäre da oben noch ein Becken. Kannst du die Fackel da hochwerfen und das Ding entzünden? Und wie soll das gehen? Oi. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob ich getroffen habe, aber wir haben sowieso gefehlt, von daher passt das gerade. Oh Gott. Jetzt wollen die von uns noch sowas
getriggert bekommen. Wirf die Fackel da runter. Vielleicht kannst du das Becken entzünden. Warum die Fackel runterballern? Wir können es auch einfach so machen. Sieht aus, als wäre da oben noch ein Becken. Kannst du die Fackel da hochwerfen und das Ding entzünden? So, auf jeden Fall. Ist okay. Ich glaube, das wird eine Etage, die ich offscreen wieder mal erledigen darf. Weil sie einfach viel zu kompliziert ist. Alleine unter Zeitdruck. Wie gesagt, nein. Geht weg, ihr dreckigen Viecher. So, hochgeschmissen das Ding. So. Mal gucken, ob wir gegen die Seite kommen. Oh Gott. Kommen wir hier hoch? Halali. Ich hab's perfekt hochgeschossen. Na dann. Nein! Jetzt hätte ich so easy going geil gehabt. Nee, oder? Und woher fange ich jetzt an? Sicher wieder von ganz von vorne, ne? Nein, bitte. Ihr seid doch Witzfiguren. Nö. So. Hier im Fliegen können die mir ja nichts anhaben. Sehr gut. Ist die Frage. Wo müssen wir lang? Ach so, da unten. Du musst das letzte Becken entzünden, bevor wir springen. Hab ich doch. Warum ist es jetzt wieder hier? Sehr gut. So. Dann haben wir das Ding abgeschlossen. Okay, geh an die andere Kurbel und hilf mir mal. Oh yeah. Also haben wir es doch hingekriegt. Sehr geil. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich sollte mir manchmal mehr zutrauen. Wir müssen aber nicht rüberschwimmen, oder? Los, Charlie. Oh, Wasserschall wie ein kleines Kätzchen. Oh nee. Ich hasse Wasser. Sei nicht so eine Lämme. Ah, immerhin. Wir können direkt drüber schwimmen, so. Okay, noch eins. Okay, und nochmal. Ich hoffe, dann haben wir es direkt geschafft. Yeah. Hey, anscheinend lassen sich die Projektionen auf die Landmassen ausrichten. Na los, dreh ihn. Und wie? Ach so. Ah, jetzt ist die Frage, wo gehört das Ding hin?
Irgendwie finden wir das gar nicht. Okay. Die Kugel lässt sich zwar drehen, aber nur mühselig. Denn ich suche nach dem kleinen Teil. Der passen könnte. Aber es sieht mir nicht danach aus, als ob irgendwas passt. Und man kann nur von dort aus drehen. Also kann man es irgendwie vergessen, noch zu denken, ja komm, wir drehen mal von x Seiten, um vielleicht eine bessere Sicht zu haben. Geht ja mal gar nicht klar. Können wir alles andere auch noch? Nö, geht nicht. Man kann wirklich nur so steuern. Schrecklich sowas. Alles andere hilft nicht. Habe ich es gerade gefunden? Ja, habe ich. Jo. Cool. Komm schon. Was heißt hier? Komm schon. Wo seid ihr, heißt es ja. Seid ihr jetzt nach oben gelaufen oder wie? Na Ja. bitte. Zum Glück weiß ich das irgendwie instinktiv, wo die durchging. Sehr nice. Haben wir das also auch erledigt? Okay, wir suchen nach einem Rittergrab, wie dem in Frankreich. Also wenn ich richtig liege, ist er mit der anderen Hälfte des Amulets begraben. Ist er das? Ja, genauso wie der in Frankreich. Wahnsinn. Ja, brillant. Öffnen wir ihn. Da ist er. Das habe ich gesagt. Zeig mal die andere Hälfte. Ja, übrigens, Talbot hat sie. Was? Ja, ich hab's dir gesagt. Als er uns am Schloss überfiel, hat er es gestohlen. Und warum machen wir das hier? Warte. Mach mich mal nicht runter. Hier. Da, siehst du? Und mit der kompletten Inschrift. Wissen wir, wo im Jemen wir hin müssen? Herzlichen Dank. Gut gemacht. Naja, warte mal kurz. Ich glaube, das nehme ich besser. Okay, nichts wie weg hier. Oh, Mist. Sie sind uns gefolgt. Hoffen wir mal, dass es einen anderen Weg raus gibt. Oh ja, aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich müssen wir uns Hier ist durchprügeln. ein Luftzug. Hä? Wo? Hier? Tja, und ob hier ein Luftzug ist oder nicht, sehen wir im nächsten Part, oder? Wenn es dann wieder heißt, Uncharted 3, Drakes Schicksal. Tüdelö!